das Wasser angeht, wo sich das Reinigen und Reinigen verändert. Zum Beispiel der Geruch, der Geschmack und die Farbe. Ja. An bestimmten Orten und an bestimmten Ländern ist es ja so, dass wenn man jetzt Wasser nimmt, dass sich der Geruch, die Farbe und die, der Geruch ändert. Ist es dann noch rein? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Für den Wudu oder so. Aber über welches Wasser redest du? Ach so, Leitungswasser. Hm. Ja, vor allen Dingen in Marokko, der Chlorgeruch. Kommt drauf an, wenn dieser Geruch wirklich stark ist und hier nochmal der Geruch, wenn der Geruch sich ändert und die Farbe sich ändert und der Geschmack sich ändert durch etwas, was nicht rein ist. Aber wenn die Sache rein ist, dann ist das Wasser rein. Habt ihr verstanden? Also wenn das Wasser sich ändert durch Geruch, wenn das Wasser sich ändert vom Geruch her, vom Geschmack her, von der Farbe her, durch etwas, was rein ist, und wir immer noch vom Wasser sprechen, nicht von Cola, weil Cola ist auch rein, ne? Oder Pepsi oder, okay, gleiche, Fanta oder Sprite oder, nein, wir reden von Wasser, aber das Wasser schmeckt ein bisschen anders. Das Wasser sieht ein bisschen anders aus. Das Wasser riecht ein bisschen anders. Aber es ist Wasser. Dann ist das rein. Okay, das heißt, du kannst damit die Reinigung vollziehen. Ja. Ja, dhakir al-ashab, komm mutaddiban.